Der Titel dieses Videos hört sich im ersten Moment natürlich etwas nach Clickbait an. Ich meine, New World an sich als Spiel ist natürlich noch verfügbar. Aber es soll in diesem Video um ein wichtiges Thema und einen viel wichtigeren Punkt in diesem ganzen Spiel gehen, und zwar das Vertrauen der Spielerschaft. Ich habe in meinen letzten Videos zu dem Spiel ja auch schon immer wieder die Spielerzahlen kurz gezeigt mit einem deutlichen Trend nach unten. Naja, und wenn man sich dies heute nochmal anschaut, dann wird dieser Trend von Tag zu Tag bzw. von Monat zu Monat einfach immer stärker. Alleine im April sind jetzt nochmal mehr als 15% der Spieler gegangen, von den wenigen, die sowieso nur noch da waren. Und das sind ja auch sogar die Zahlen, die global zählen. An einem Freitagabend waren gerade mal 2000 Spieler in der EU online und der deutsche Server Aru, auf den mittlerweile auch noch mehrere gemerged wurden, kriegt nur noch in den Peaks über 1000 Spieler auf den Server. Es zeigt sich also eindeutig, dass das Vertrauen der Gamer immer weiter sinkt und viele einfach andere Spiele zocken und man kann es ihnen nicht übel nehmen. Das Erschreckende ist dabei eigentlich, dass die Spielerschaft die Lösung zu den Problemen selber liefert, die Entwickler aber ihren eigenen Plan verfolgen und per se nicht auf die Spieler hören wollen. Es ist dabei auch offensichtlich, dass es in New World ein Problem mit dem Endgame des Spiels gibt, also alles nach dem Level 65, was dazu führt, dass man die große Masse der Spielerschaft einfach nicht im Spiel halten kann. Es gibt schlichtweg irgendwann einfach nicht mehr wirklich was zu tun. Zu dem Thema wurden auch schon tausende Reddit-Threads, Discord-Nachrichten und ähnliches geschrieben. Wenn man sich das aber mal vor Augen führt und auflistet, wird einem fast schwindelig. Man weiß auch dabei gar nicht, ob es die Endgame-Dungeons sind, deren Loot einfach nicht sinnvoll ist und die außerdem auch nicht wirklich Spaß machen, immer wieder gezockt zu werden. Der 20-Personen-Raid, welcher den schwersten Content des Spiels darstellen soll und der als Belohnung immer noch 625er-Gear droppt. Die Arena-Games, die immer noch nicht serverübergreifend sind und so wird ewig in der Queue dauern bzw. ja auf manchen Servern mittlerweile gar nicht mehr funktionieren. Der daraus resultierende PvP-Track, dessen Belohnungen zu wünschen lassen oder auch einfach der OPR, wo dann das Ausmaß an Disbalance, fehlendem Matchmaking und etlichen Bugs im Spiel so richtig eindeutig wird. Fakt ist, es bröckelt mittlerweile an allen Ecken und Enden, wodurch es wirklich schwierig wird, das Ganze irgendwie noch zu rechtfertigen. Und das machen die Entwickler einem dann auch nicht wirklich leichter oder besser. Denn es kommen dann Entwicklervideos auf YouTube, wo all diese Punkte konstant ignoriert werden und lieber über die neuesten Kochrezepte, die Wirtschaft im Spiel oder die ja so rettende Ankündigung im Juni gesprochen wird. Alle anderen wirklichen Fragen von Spielern werden eigentlich immer so ja, gepflegt umschifft mit politisch korrekten Äußerungen und irgendeinem Corporate-Antworten, woraus man dann am Ende auch nicht schlauer wird. Das Problem bei sowas ist, dass sich die Spielerschaft, die jetzt noch existiert, immer mehr verarscht fühlt und das eingangs erwähnte Vertrauen einfach immer mehr verloren geht. Es ist dadurch dann auch wirklich fast egal, was im Juni angekündigt wird, denn was sich ja nicht ändern wird, ist das Verhalten der Entwickler, beziehungsweise zumindest ist es sehr unwahrscheinlich, wenn man sich die letzten 2,5 Jahre mal anschaut. Die Qualität der Patches wird nicht plötzlich komplett bugfrei sein und die Kommunikation viel näher am Gefühl der Spieler selbst. In diesem Sinne wurde gerade in einem Entwicklervideo aber auch nochmal der Plan für das Juni-Announcement erklärt. Scott Lane erzählte nämlich, dass es eben diese Ankündigung auf dem diesjährigen Summer Games Fest gemacht wird, um möglichst viele zu erreichen und einen Marketing-Moment zu schaffen. Das Summer Games Fest findet dann am 7. Juni statt und wir können dort dann endlich die Roadmap erwarten. New World wird also bald 3 Jahre alt und könnte in Richtung seines Geburtstags das erwartete Update bekommen. Naja, und das gleiche gilt übrigens auch für meinen Partner Holy, die aktuell ebenfalls den 3. Geburtstag feiern und so richtig Rabatte raushauen. Ihr könnt also gerne mal über meinen Link in die Beschreibung das Ganze auschecken und super zuckerfreie Alternativen zu Energy und Softdrinks probieren. Mit meinem Code MO spart ihr auch nochmal in der Zeit extra, also checkt es unbedingt mal aus und sichert euch auch limitierte Versionen der ganzen Getränke. Das Ganze geht noch bis zum 9. Mai, also schaut gerne mal rein. Eine weitere Erkenntnis, die ich in der letzten Zeit gemacht habe und die mich ein bisschen erschreckt hat, ist dabei auch, dass super viele Posts auf Reddit darüber sind, dass neue Spieler immer noch nach Tipps zum Spiel fragen oder die ganze negative Seite, die aktuell irgendwie existiert, von New World gar nicht verstehen können. New World an sich ist nämlich ein extrem gutes Spiel und würde es heute so rauskommen, wie es jetzt existiert, dann würde es sicherlich auch Erfolg haben. Die Welt ist gut gestaltet, das Kampfsystem macht extrem Laune und es gibt im Vergleich auch kein MMO, was der in der Theorie das gleiche Erlebnis bieten kann. Natürlich würde man irgendwann auch in das Endgame-Problem laufen, aber man hätte natürlich erstmal diese 1.000 bis 5.000 Stunden offen und genau das, was die Spieler halt in den letzten Jahren halt gezockt haben. Das Problem ist nur, dass solche Spieler natürlich super abgeschreckt werden von der bestehenden Basis bzw. denen, die aufgehört haben. Das heißt, natürlich gibt es nur noch negative Äußerungen dazu und diese Posts werden sehr, sehr schnell sehr, sehr negativ, sodass man eigentlich, wenn man sich das allein schon durchliest, nicht mehr motiviert ist, das weiterzuspielen bzw. halt, ja, viele Leute haben einfach dieses Gefühl, ein MMO würde man auch gar nicht erst anfangen, wenn man weiß, dass es sich am Ende schon gar nicht mehr lohnt. Amazon scheint dabei aber eine eigene Taktik zu verfolgen, denn es scheint, als würde es
es ihnen komplett egal sein, dass die Zahlen in den Keller gehen. Es gibt eigentlich keinerlei Reaktion auf die schwindende Spielerbasis oder Maßnahmen, die dagegen wirklich aktiv vorgenommen werden sollen. Alles läuft nach dem vorgemachten Plan, nichts geht davon ab und eigentlich, ja, die große Juni-Ankündigung steht irgendwie aus, aber ansonsten gibt es eigentlich nichts, was dagegen gemacht wird, dass die Spieler nicht verloren gehen. Es scheint, als sei es ihnen wirklich komplett egal und dass nur dieses Juni-Update zählt. Das kann auch eigentlich nur bedeuten, dass mit diesem nächsten großen Update einige neue Dinge verändert werden, die grundlegend auch eine neue Spielerbasis ansprechen, beziehungsweise die alte so hart impacten, dass man eigentlich, ja, dass es keinen Sinn gibt, die sich jetzt auch wirklich um das Ist zu kümmern, sondern nur noch, ja, dahingehend arbeitet, wie es irgendwie sein soll. Und einerseits sind natürlich Millionen von Kopien des Spiels in den Bibliotheken von Steam und andererseits ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass der Release auf Konsolen kommen wird. Das ist dann auch die angesprochene neue Spielerbasis, wo man natürlich sagen kann, hey, die kennen das Spiel eh nicht, interessiert mich nicht, was im Internet steht. Aber ich glaube, das ist natürlich nur sehr kurz gedacht, denn die ganze Kritik und all das, was irgendwie die ganzen Spieler bisher in den letzten 2,5 Jahren erlebt haben, verschwindet ja nicht einfach so. Was sich dadurch für bestehende Spieler dann am Ende ändert, bleibt erstmal unklar. Ich kann mir vorstellen, dass sich wirklich grundlegende Konzepte des Spiels nochmal irgendwie ändern. Ich könnte mir vielleicht sogar in der Ferne vorstellen, dass es vielleicht eine Art Reset oder neue Server geben wird, gerade in Verbindung mit dem Konsolenrelease. Ich würde mir vielleicht sogar wünschen, dass man das Ganze nochmal neu spielen müsste oder dass man gewisse Systeme auf neuen Servern nochmal ändert und dass man quasi, ja, eine Art Reset hat. Das sind natürlich alles erstmal Theorien. Ich kann es mir aber eigentlich fast gar nicht anders vorstellen, dass einem das Spiel bis jetzt vollkommen egal ist, wenn man nicht weiß, dass wirklich grundlegende Dinge irgendwie verändert werden. Eindeutig ist aber, dass sich das Verhalten der Entwickler wahrscheinlich nicht ändern wird. Ich meine, es gab jetzt seit knapp 3 Jahren, wenn man sich wirklich die gesamte Zeit von New World anschaut, Bugs in nahezu jedem einzelnen großen Patch. Es wurde konstant neben der Kritik hergearbeitet und stets nur der eigene Plan verfolgt. Dabei wurde natürlich extrem viel Geld eingenommen durch Spiel, Erweiterungen, In-Game-Shop und ja, das ist aus unternehmerischer Sicht sicherlich sehr gut gelaufen. Ich kann mir vorstellen, New World ist ein Erfolg für Amazon. Es wird sich aber zeigen, ob sie auf diesem klassischen Großkonzernweg aber nicht den wichtigsten Teil verloren haben und da sind wir wieder beim Vertrauen der Spielerschaft. Dieses ganze Kommunikationssystem, wie sie sich da aufgebaut haben, funktioniert natürlich nur bis zu dem Punkt, bis Spieler sagen, ich habe jetzt hier einfach keinen Bock mehr drauf. Und ich habe bei New World das Gefühl, dass wir diesen Punkt erreicht haben. Können. Bin mal auf eure Sicht gespannt. Schreibt mir also gerne mal in die Kommentare, wie ihr dazu denkt und wie ihr die Auswirkungen der Juni-Ankündigung einschätzt. Würdet ihr New World zum jetzigen Zeitpunkt nochmal eine Chance geben, selbst wenn das Update wirklich richtig gut ist? Oder seid ihr schon so weit, dass ihr sagt, Mensch, mit dem Entwicklerteam und all diese ganzen Management und all das, was im New World passiert, das kann ich nicht mehr. Würde mich wirklich mal interessieren und schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits kann man natürlich sagen, wenn das Spiel wieder so spielenswert wird, dann gibt es natürlich keinen Grund dagegen anzugehen oder das Ganze nicht zu machen. Ich bin aber jetzt mal gespannt, wie ihr auch dazu steht. Ansonsten würde ich mich wie immer natürlich über einen Daumen nach oben auf dem Video freuen und lasst sehr gerne auch ein Abo da, um auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sehen uns sonst im nächsten Video wieder. Bis dahin und haut rein.